Das ist dieselbe Übung wie die aus dem vorigen Tutorial, aber mit einer Beweisführung, die mir viel einfacher erscheint. Angegeben sind ein Quadrat ABCD und ein Punkt P auf der Diagonalen BD zwischen B und D, zum Beispiel so. Wir sollen diese Gleichheit beweisen und dazu wählen wir ein orthonormiertes Bezugssystem. Der Punkt D ist der Ursprung. Die Längeneinheit, das ist die Seitenlänge des Quadrats, und den Punkt P können wir beschreiben mit der Koordinate Lambda, Lambda. Zuerst rechnen wir dieses Skalarprodukt. Wir machen das mit Koordinaten. Die Koordinate des Vektors BP, das ist die von P minus die von B, also Lambda minus 1, Lambda minus 1. Und die Koordinate von dp, das ist die von p, weil d ja der Ursprung ist, also Lambda, Lambda, so. Und weil unser Bezugssystem orthonormiert ist, können wir dieses Skalarprodukt berechnen durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate, also dieses Produkt plus dasselbe Produkt. Das macht zweimal dieses Produkt. Jetzt kommen wir zu dieser Differenz. Die Norm von AP werden wir berechnen durch die Koordinate von AP, also die von P minus die von A. Das heißt Lambda minus 0, Lambda minus 1. Und da wir von dieser Norm das Quadrat berechnen, berechnen wir einfach Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat. Die Norm des Vektors AD, das ist 1, so wie wir das Bezugssystem gewählt haben. Also finden wir hier diese Rechnung. 1 minus 1 macht 0. Lambda Quadrat plus Lambda Quadrat, das macht 2 Lambda Quadrat. Also haben wir hier 2 Lambda Quadrat minus 2 Lambda. Da können wir noch 2 Lambda ausklammern und stellen fest, dass wir für diese Differenz genau dieselbe Antwort finden wie für dieses Skalarprodukt. Also sind die beiden gleich.